Herzlich willkommen bei Whisky Gold. Heute sind wir wieder in der Space Side bei Ben Riach. Ja, und wieder eine Neuerscheinung. Das ist der Ben Riach 18 Jahre Latada. Ja, das ist die dritte Ausführung aus dieser Heavily Peated Reihe. Da gab es den Albariza, der in Sherryfässern ausgebaut wurde. Den Dunder in Rumfässern und jetzt kommt dieser Latada hier in Madeira-Fässern. Ja, verhältnismäßig auch wieder sauteuer. Also über 100 Euro muss man löhnen. Für die anderen, glaube ich, ja, die gehen auch so 120, 130. Ja, alles limitierte Abfüllung. Von dieser hier kamen jetzt 4100 Flaschen. Abgefüllt mit 46 Volumenprozenten, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Ben Riach liegt ungefähr, na da ist hier, genau hier oben. Schwestern-Distille von Glenronach, ja. Kann man ja schon wieder fast nichts falsch machen. Und ja, die haben auch so viele Standard-Whiskys mittlerweile und so viele Nachreifungen. Ich habe euch hier mal ein paar mitgebracht. Ich blende euch einfach mal die Playlist ein. So, ausgebaut ist dieser hier jetzt in amerikanischen Eichenfässern. Und dann wurde er nachgereift in Madeira-Fässern. Ja, Madeira ist ein Wein auf der Insel Madeira, sagt ja schon der Name. Und das ist ein aufgespriteter Wein, das heißt, er wird mit Weinbrand angereichert. Ja. Je nach Sorte haben die immer so 17 bis 22 Volumenprozente. Nicht zu verwechseln mit Portwein. Probiert habe ich selber aber leider noch keinen, nicht dass ich wüsste. So, tolle Umverpackung wieder. Weltklasse aufgemacht. Und so langsam werden auch diese ja, Nachreifungen hier, das ist zum Beispiel einer von denen, der Tawny Port, und da gab es Rum-Nachreifung und, werden auch alle langsam knapp und gehen ja, so ein bisschen durch die Decke in den Preisen. Wobei ich auch sagen muss, sind auch alles Weltklasse-Nachreifungen. Ne? Haben mir bisher immer richtig gut geschmeckt, bis auf diese Rum-Nachreifung, weil ich kein Rum-Fan bin. Gefällt mir nicht so. Ja, aber ansonsten Ben Riach ganz tolle Sachen auf den Markt gebracht. So. Ja, genau. Amerikanische Eichenfässer, dann gefinisht in Madeira-Fässern. Viel mehr steht hier nicht. Wood Finishes Serie, limitierte Abfüllung. So, ich habe mir ein Mini besorgt, damit ich diese großartige Flasche jetzt nicht aufmachen muss. 4100 Flaschen mit Production, stehen nochmal drauf. Ja, ja, haben wir alles. So. Uah. Mein letzter für heute. Wurde über den getrunken. So, dann schauen wir mal, was er bringt für das Geld. Wieder so ein bisschen Honigfarbe. Helles Gold. Helles Gold ist gut. So. Uiuiui. Mach mal gar nicht die Nase reinhalten, da kommt schon so viel Rauch. Ja. Oh. Mal was Neues. Ja, leider weiß ich jetzt nicht, wie Madeira-Wein schmeckt. Ich kann es jetzt nur erraten. Ja, und er hat schon diesen Lagerfeuerrauch. Ganz viel Vanille. Wieder Wechselspiel, Rauch, Süße. Ganz extrem viel Vanille. Das eine kann ich jetzt schwer beschreiben. Es riecht auf jeden Fall interessant. Vielleicht ist das dieser Madeira-Wein. Ja, und sowas wie Honigmelone.
Sehr süß auf jeden Fall. Und der Rauch ist jetzt nicht wieder sehr extrem. Also wie man das jetzt, keine Ahnung, von diesem Septen Dezim zum Beispiel kennt oder Curiositas. Ist deutlich im Hintergrund. Kommt richtig gut in der Nase. Gefällt mir. Immer was anderes. Schön ausgewogen, 46 Volumenprozente sind jetzt an der Nase nicht zu spüren. Oh, toll, gefällt mir. Tja, wird Zeit zu probieren. Score. Jetzt ist er kräftig im Antritt. Jetzt kommen die amerikanischen Eichenfässer durch. Und kräftiger Rauch hinterher. Überlegt die ganze Zunge. Sehr stark. Langanhaltend. Die ganze Zunge vorne ist überlegt. Sehr würzig. Richtig schön wärmend. Ja, und Zitrusnoten kommen durch. Toller Abgang. Ist immer noch da. Jetzt ist der Rauch wirklich stark präsent. Jetzt kommt so ein bisschen Früchte. Ein bisschen Aprikose. Diese Honigmelone. Schön süß. Jetzt ist mir richtig warm hier. Guck, was sie hier noch geschrieben haben. Wir können Geschmacksnotizen machen hier drin. Ja. Süßer Rauch. Fruchtsirup. Getrocknete Aprikosen. Mit warmem, wärmender Eiche. Schärfe, Würze. Langer Abgang. Ja. Schön. Obwohl er so rauchig und 46 Volumenprozent hat, hat er nur diese Schärfe von der Eiche auf der Zunge. Ansonsten wunderbar ausbalanciert. Definitiv kein Einsteiger-Whisky. Ja, kommt in dieser Komplexität. Toll, richtig langer Abgang, voll. Sehr wärmend. Ja, limitierte Abfüllung. Wenn euch der interessiert, holt euch vielleicht ein Sample. Erstmal zum Probieren. Flasche ist leider sehr, sehr teuer. Mittlerweile glaube ich auch schon so gut wie vergriffen. Ja. Gefällt mir außerordentlich gut. Wird vielleicht nochmal irgendwann aufgemacht. Erstmal wird der kleine leer getrunken. Ja. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tomek. Tschüss.